Cyberport präsentiert das HTC U Ultra. Bei der U-Serie von HTC steht der Nutzer im Mittelpunkt. Das U Ultra ist dabei das aktuelle Smartphone-Flaggschiff des taiwanesischen Herstellers, das mit innovativen Features und Premium-Ausstattung punkten will. Ob das auch wirklich klappt, zeigen wir euch jetzt. Die technischen Daten. Unser Testgerät misst 16,2 cm Höhe, 7,9 cm Breite und 7,9 mm Tiefe. Das Gewicht beträgt 170 Gramm. Der Hauptbildschirm ist 5,7 Zoll groß und löst mit 2560 x 1440 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 821 Quad-Core Prozessor, wobei die Kerne mit bis zu 2,15 GHz takten. Der Arbeitsspeicher beträgt 4 GB. Für Daten und Anwendungen stehen 64 GB interner Speicher zur Verfügung, der mittels MicroSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann. Erster Punkt, das Design. Beim HTC 10 setzte der Hersteller noch auf ein Unibody aus Aluminium. Bei unserem Testmodell jedoch besteht das Gehäuse, ähnlich wie bei Samsungs Premium-Smartphones, überwiegend aus Glas. Genauer Corning Gorilla Glass 5. Einzig der Rahmen ist aus Metall gefertigt. Bis hierhin scheinbar nichts Neues, das Design ist dennoch was Besonderes. Die Kanten und Seiten sind großzügig abgerundet, sodass Vorder- und Rückseite beinahe fließend ineinander übergehen. Das sieht nicht nur sehr hochwertig aus, sondern fühlt sich auch gut an. Leider ist die Oberfläche ziemlich anfällig für Fingerabdrücke und ganz schön rutschig. Das Gewicht von 170 Gramm ist leicht überdurchschnittlich, hinterlässt aber keinen negativen Eindruck. Zusammenfassend, ein gutes Ergebnis. Wie das LG V10 hat auch das HTC U Ultra nicht nur ein Display, sondern gleich zwei. Der 2 Zoll große Bildschirm rechts oben löst mit 1040 x 160 Pixeln auf und zeigt dem Nutzer Uhrzeit, Wetter, den Akkustand und Benachrichtigungen an. Auch die Musikwiedergabe und einzelne Apps können über den Second Screen gesteuert werden. Aufgeweckt wird der kleine Bildschirm entweder durch Anheben des Smartphones oder doppeltes Antippen. Das Hauptpanel ist 5,7 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkten. Einzelne Bildpunkte sind weder auf dem Zweit- noch auf dem Hauptdisplay zu erkennen. Die Farben sind zudem schön gesättigt und auch der Schwarzwert ist ordentlich. Die maximale Helligkeit liegt bei rund 510 Candela pro Quadratmeter, was kein Spitzenwert ist, aber Arbeiten in heller Umgebung problemlos möglich macht. Alles in allem ein sehr gutes Ergebnis. Beim verbauten Snapdragon 821 handelt es sich um den Top-Chipsatz von 2016. Die 4 Kerne mit bis zu 2,15 GHz Taktrate sowie 4 GB Arbeitsspeicher sorgen für genügend Power für alltägliche Aufgaben. Auch aktuelle Spiele wie Asphalt 8 bringen das U Ultra nicht an seine Leistungsgrenzen. Im Benchmark-Test wird jedoch deutlich, Konkurrenzmodelle wie das Apple iPhone 7 Plus und LG G6 haben mehr zu bieten. Trotzdem noch ein gutes Ergebnis. Als Betriebssystem haben wir Android an Bord in der Version 7.0. Die Benutzeroberfläche HTC Sense 5.0 gibt es obendrauf und beschert dem Nutzer eine übersichtliche Optik ohne unnütze Bloatware. Ein ganz besonderes Feature namens HTC Sense Companion musste der Hersteller nachreichen. Der digitale Assistent war zum Marktstart des U Ultra Ende Februar 2017 noch nicht ganz fertig. Seit circa Mitte März ist die App jedoch verfügbar. Sense Companion trackt die Gewohnheiten des Nutzers und zeigt ihm dementsprechend Tipps, Infos und Vorschläge in Form von Karten an. Anhand des GPS-Standorts schlägt der Assistent zum Beispiel Restaurants in der Nähe vor oder gibt Tipps, wie Akkulaufzeit und Performance verbessert werden können. Eine praktische Sache. Daumen hoch! Die 12-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite verfügt über eine f1.8 Blende und damit eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit. Die geknipsten Bilder sind schön scharf und zeigen natürliche Farben. Die Frontkamera löst sogar mit 16 Megapixeln auf und liefert qualitativ bessere Fotos als die Hauptkamera mancher Konkurrenzmodelle. Sehr gut gemacht! Wie auch beim iPhone 7 fehlt dem HTC U Ultra die Headset-Buchse. Kopfhörer können über den USB-C-Anschluss angeschlossen werden. Ein passendes Exemplar liegt auch schon bei. Das mitgelieferte Headset bietet dabei ein praktisches Feature, denn es vermisst das Innenohr mittels Ultraschall und stellt den Klang dementsprechend ein. Eine Verbesserung des Sounds ist dabei tatsächlich zu hören. Trotzdem hätten wir uns einen Adapter für 3,5 mm Klinke zu USB-C gewünscht. Wir geben ein Gut. Der fest verbaute Akku fasst 3000 mAh und versorgt das Smartphone im Stresstest-Dauerbetrieb für ca. 6 Stunden mit Strom. Bei alltäglicher Nutzung kommt man also problemlos über einen Tag. Dank Quick Charge 3.0 ist der Akku innerhalb anderthalb Stunden wieder komplett aufgeladen. Gut gemacht!
unser Fazit. Das HTC U Ultra punktet vor allem mit schickem Design, praktischem Zusatzdisplay, einem smarten Assistenten sowie guter Kameraausstattung. Kritikwürdig sind unserer Meinung nach lediglich das rutschige Gehäuse und der fehlende Adapter für eigene Kopfhörer. Wir geben daher abschließend 4,5 von 5 Cyberstars.